Hallo und willkommen bei Bildner TV. Habt ihr euch ein neues Xiaomi Mi 11 Smartphone gekauft und steht nun vor der Ersteinrichtung? Ja, dann seid ihr hier in diesem Video genau richtig, denn ich führe euch Schritt für Schritt durch die Ersteinrichtung eures Xiaomi Mi 11. Also, seid gespannt! Hallo und schön, dass ihr wieder bei Bildner TV reinschaut, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ich bin der Andi und ich zeige euch heute mal wieder die Ersteinrichtung eines Smartphones und zwar vom Xiaomi Mi 11 5G. Und wenn ihr eine andere Xiaomi Mi 11 Variante habt, dann sollte es eigentlich genauso funktionieren, also da dürfte es keinen Unterschied geben. Und wenn ihr natürlich das nachlesen wollt und nochmal nachvollziehen wollt, dann werft ihr dazu einen Blick in unser Buch Xiaomi Mi 11, alle Modelle für Einsteiger ohne Vorkenntnisse. Und da findet ihr natürlich auch nochmal Schritt für Schritt die Ersteinrichtung eures Smartphones und darüber hinaus natürlich auch, was ihr mit eurem Smartphone alles machen könnt, welche Apps ihr zur Verfügung habt, wie ihr Einstellungen vornehmt. Ja, alles rund um das, was ihr zu eurem neuen Smartphone wissen müsst. Ihr findet das Ganze wie immer unter www.bildnerverlag.de, verlinkt unter dem Video und mit etwas Glück könnt ihr so ein Buch auch gewinnen. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar unter dem Video da lassen und unter allen Kommentatoren verlosen wir einmal in der Woche ein Buch zur freien Auswahl aus unserem Verlagsprogramm. Ja, und wir legen auch schon los mit unserer Einrichtung. Was brauche ich? Ich brauche natürlich einmal hier mein Smartphone, das ich hier habe, und dann braucht ihr hier diesen kleinen PIN. Den findet ihr in der Packung drinnen. Da könnt ihr allerdings zum Beispiel auch eine Büroklammer nehmen. Und damit müsst ihr eure SIM-Karte einlegen. Da ist nämlich so ein, ja, so ein kleiner Tray, so eine kleine Schublade. Die ist hier unten beim Xiaomi Mi 11, da wo mein Finger reinkommt. Und da müsst ihr die SIM-Karte einlegen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Also, ich habe hier das Smartphone. Ihr seht, hier ist unten. Hier auf der rechten Seite sind die Bedienknöpfe, Einschaltknopf, Lautstärkeregelung. Und hier an der Unterseite seht ihr, da habt ihr auf der linken Seite ganz links außen so einen einzelnen Knopf. Und da sieht man auch schön in der Umrandung, ja, diese Schublade, diesen Tray. Und da piekst ihr mit diesem kleinen Stift hinein. Und dann kommt es hier auch so ein Stück raus, wie ihr hier schön seht. Das könnt ihr dann einfach mit dem Fingernagel rausziehen. Das ist dann diese Schublade. Und diese Schublade, die ist quasi doppelseitig. Einmal Vorderseite und einmal Rückseite. Ihr könnt hier zwei SIM-Karten einlegen. Und hier steht auch beschriftet, welche SIM-Karte wohin gehört. SIM 1, SIM 2. Das steht hier drauf geschrieben. Allerdings spielt es keine Rolle. Wenn ihr also aus Versehen in SIM 2 eure SIM-Karte einlegt und die SIM 1 bleibt leer, funktioniert es trotzdem. Ja, und ihr könnt sie auch nicht verkehrt rum reinlegen. Ihr seht, ihr habt bei der SIM-Karte, habt ihr hier, wenn ich sie mal aufs Schwarze lege, dann seht ihr, habt ihr hier so ein kleines abgeschnittenes Eck. Und das muss natürlich passen hier in unsere Schublade. Ihr müsst darauf achten, dass der Chip nach oben zeigt. Also so wie hier. Das heißt, ihr schaut auf den Chip drauf. Und so kommt das Ganze jetzt wieder in unser Smartphone rein und dann könnt ihr das Smartphone einschalten. Das dauert dann ein bisschen, bis es hochgefahren ist, und je nach eurer SIM-Karte kann es dann sein, dass ihr eine PIN-Nummer eingeben müsst. Die habt ihr normalerweise zusammen mit eurer SIM-Karte erhalten. Ja, und dann können wir auch schon mit der Einrichtung loslegen. Ihr seht hier MIUI 12.5. Das MIUI, das ist die Benutzeroberfläche von Xiaomi. Und wir tippen hier einfach auf den Pfeil. Los geht's. Hier zuerst mal die Sprache auswählen. Er erkennt, dass wir in Deutschland sind. Dementsprechend stellt er Deutsch ein. Wenn ihr eine andere Sprache haben wollt, könnt ihr hier nach unten blättern und könnt euch eure Sprache aussuchen. Ich lasse Deutsch und tippe hier auf den Pfeil nach rechts. Ist euch die Schrift zu klein? Könnt ihr hier noch auf größerer Text tippen, dann wird der Text größer und besser leserlich dargestellt. Seht ihr, jetzt kann man das Ganze ein bisschen besser lesen. Ja, und jetzt Pfeil nach rechts. Dann das Land, auch wieder Deutschland auswählen. Seid ihr in einem anderen Land, könnt ihr das hier unten auswählen. Deutschland ist bereits ausgewählt. Ich tippe hier Pfeil nach rechts, weiter.
Datenschutzerklärung. Der müsst ihr zustimmen. Da blätter ich nach unten. Datenschutzerklärung. Ja, ich habe die gelesen und stimme der zu. Müsst ihr hier aktivieren. Dann Pfeil nach rechts. Weiter. Jetzt stellt ihr eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk her. Nach einer kurzen Zeit listet ihr euch hier alle WLANs auf. Wählt dann euer WLAN aus, tippt es an und gebt dann euer WLAN-Passwort ein. Und sobald ihr das Passwort eingegeben habt, tippt ihr auf Weiter oder auf Verbinden. Dann wird die WLAN-Verbindung hergestellt. Das seht ihr auch, das steht dann hier verbunden. Das heißt, ihr habt jetzt eine Internetverbindung. Das heißt, er kann sich jetzt auch Updates oder benötigte Daten aus dem Internet ziehen. Ja, ich gehe weiter, Pfeil nach rechts. Dann bereitet er mir das Smartphone vor und lädt jetzt einige Sachen aus dem Internet runter, wenn nötig. Als nächstes fragt er mich, ob ich Apps und Daten von einem älteren Smartphone kopieren möchte. Das habe ich euch in einem anderen Video schon mal ausführlich gezeigt. Wenn ihr Daten übernehmen wollt, dann würdet ihr hier einfach auf Weiter tippen. Wenn nicht, klickt ihr einfach auf oder tippt ihr auf Nicht kopieren. Ich mache jetzt mal ganz kurz auf Weiter, denn ich kann es dann nämlich immer noch überspringen. Und da seht ihr Sicherung von einem anderen Android-Smartphone, Sicherung aus der Cloud oder von einem iPhone. Da könnt ihr euch auswählen, woher ihr die Daten übernehmen wollt. Ich mache jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter. Ich habe keine Daten, die ich übernehmen möchte. Deswegen tippe ich hier auf Nicht kopieren. Als nächstes folgt die Anmeldung mit einem Google-Konto. Android ist ein Betriebssystem der Firma Google und deswegen benötigen wir hier auch ein Google-Konto. Wenn ihr bereits eins habt, dann gebt ihr einfach die Daten hier jetzt ein. Oder wenn ihr noch kein Konto haben solltet, könnt ihr hier ein neues Konto erstellen. Dann einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Ihr müsst euren Namen, Vornamen, Geburtstag eingeben, euch ein Passwort aussuchen. Ja, und wenn ihr schon ein Konto habt, das heißt, ihr hattet früher mal ein Android-Smartphone oder ihr habt ein Google-Mail-Konto, Gmail oder ein YouTube-Konto, dann habt ihr schon ein Android- oder ein Google-Konto, das ihr hier benutzen könnt. So, ihr gebt die Daten eures Kontos ein, also erstmal euren Benutzernamen. So, Benutzername ist eingegeben, weiter und jetzt natürlich noch das dazugehörige Passwort. Ja, wenn ihr es eingegeben habt, dann mit Weiter bestätigen. Und jetzt müsst ihr noch den Vertragsvereinbarungen von Google zustimmen. So, ich stimme zu, antippen. Jetzt ruft er die Kontoinformationen aus dem Netz ab. Und jetzt könnt ihr aktivieren, welche Google-Dienste ihr nutzen wollt. Dazu gehört zum Beispiel der Sicherungsdienst in der Cloud, in Google Drive. Wenn ihr eure Daten dort sichern wollt, das ist kostenlos, dann lasst ihr dieses hier aktiviert, diesen Punkt. Wenn ihr eure Daten nicht in Google Drive sichern wollt, dann könnt ihr das hier deaktivieren. Und wenn wir nach unten blättern, könnt ihr hier noch euren Standort verwenden. Also ihr erlaubt Apps und Diensten, euren Standort zu bestimmen. Praktisch, wenn ihr zum Beispiel Routenplanung verwendet, aber auch für andere Apps wichtig. Wenn ihr euren Standort nicht bestimmen lassen wollt, dann könnt ihr das hier auch deaktivieren. Wichtig, alle Einstellungen, die ihr hier macht, könnt ihr jederzeit später auch wieder ändern. Also wenn ihr sagt, oh, jetzt habe ich hier was ausgeschaltet, das will ich vielleicht doch eingeschaltet haben, kein Problem, ihr könnt es jederzeit später wieder ändern. Ganz unten könnt ihr noch Nutzungsdaten und Fehlerberichte senden. Das ist optional, das mache ich jetzt mal nicht. Da werden anonym Daten übertragen, die Google helfen, Android weiter zu verbessern. Ja, und dann bekommt ihr noch die Infos, dass Updates und Apps installiert werden, automatisch. Da könnt ihr nichts aktivieren, da bekommt ihr bloß die Info. Und ganz unten müsst ihr dann auf Akzeptieren tippen. So, dann braucht ihr einen Suchanbieter für eure Internetsuchmaschine. Da gibt es ja viele. Die bekannteste ist sicherlich eben von Google selbst, eben die Google-Suchmaschine. Es gibt aber dann zum Beispiel von Microsoft gibt es ja Bing, das wir hier haben, Microsoft Bing oder Yahoo oder GMX, auch bekannte Suchmaschinen. Wer eine Suchmaschine sucht, die möglichst wenig Daten sammelt oder von mir abgreift, also eine relativ sichere Suchmaschine, da kann ich euch DuckDuckGo empfehlen. Ja, sucht euch aus, welche ihr gerne hättet. Ich bleibe jetzt mal beim Klassiker von Google. Tippe auf Weiter.
Und jetzt könnt ihr sagen, ihr wollt jetzt aufhören und euch später erinnern lassen. Dann könnt ihr euer Smartphone schon nutzen. Es sind noch ein paar weitere Einstellungen. Da gehen wir jetzt auch noch kurz durch, denn ja, das ist eigentlich auch gleich geschehen. Ich tippe auf Weiter. Und zwar, er stellt mir jetzt kurz den Google Assistenten vor. Das ist ein Sprachassistent, wo ich sagen kann, hey Google, erinnere mich morgen um 12 Uhr an einen Termin oder wie wird das Wetter morgen in München? Ja, also ein sprachgesteuerter Assistent. Und ja, über den informiert er mich hier. Dann tippe ich hier auf Weiter. Und dann kann ich ihm hier meine Stimme beibringen. Wenn ich jetzt auf Ich stimme zu tippe, dann muss ich ein paar Mal Hey Google sagen oder Okay Google, dass er meine Stimme lernt. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich das hier einfach überspringen. Ja, dann könnte ich hier Google Pay einrichten. Google Pay ist eine Möglichkeit, mit der ich bezahlen kann. Zum Beispiel an der Supermarktkasse brauche ich dann bloß mein Smartphone hinhalten und dann wird über mein Smartphone, über dieses Google Pay abgerechnet und bezahlt. Dazu müsst ihr natürlich eine Bezahlinformation hier hinterlegen, eben zum Beispiel eine Kreditkarte. Und wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr einfach hier überspringen oder ihr fügt einfach eine Kreditkarte hinzu, mit denen ihr dann bezahlen könnt. Ich überspringe das Ganze. Dann könnte ich hier zum Beispiel noch ein weiteres E-Mail-Konto hinzufügen, meinen Hintergrund ändern, weitere Apps installieren, meine Schriftgröße ändern. All diese Einstellungen kann ich aber jederzeit auch später noch machen. Deswegen sage ich jetzt hier, nein, danke, das erledige ich später. Ja, und jetzt haben wir unsere Geräteeinrichtung hinter uns. Wir haben die Android-Einrichtung hinter uns. Und jetzt sind wir bei der Oberfläche von Xiaomi, nämlich das MIUI. Und da gibt es auch ein Konto, nämlich das Mi-Konto. Und ihr könnt jetzt hier euer vorhandenes Google-Konto mit einem Mi-Konto verknüpfen. Ihr habt dann quasi zwei Konten, einmal bei Google und einmal bei Xiaomi. Und ja, was bringt es euch? Ihr bekommt da von Xiaomi auch nochmal einen Cloud-Speicher, noch einmal Apps, die ihr kostenlos bekommt. Es bietet sich vor allem dann an, wenn ihr ja weiterhin Xiaomi-Smartphones benutzen möchtet, dass ihr in diesem Xiaomi-System bleibt. Oder wenn ihr andere Geräte von Xiaomi benutzen möchtet, Tablets oder Smartwatches oder so, da bietet es sich auch an, ein Mi-Konto zu verwenden. Ansonsten ist es nicht nötig, deswegen überspringe ich das jetzt hier. So, er sagt mir nochmal, dass ich dann einige der Xiaomi-Dienste nicht nutzen kann, das ist klar. Ich überspringe das. Dann kann ich jetzt hier ein Passwort festlegen. Ihr solltet unbedingt ein Passwort festlegen. Denn wenn ihr das nicht macht, dann kann jeder euer Smartphone in die Hand nehmen, einschalten und sofort damit telefonieren, loslegen, ins Internet gehen. Und wenn ihr hier eine Sperre festlegt, dann muss man eben entsprechend ein Passwort eingeben, einen PIN-Code eingeben oder mit seinem Fingerabdruck sich autorisieren. Das heißt, nicht jeder kann einfach so euer Smartphone benutzen. Das ist eine wichtige Einstellung, die solltet ihr vornehmen. Auch dazu habe ich extra schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr bei uns in der Playlist. Ich überspringe das jetzt hier. Auch das können wir jederzeit nachträglich noch machen. So, dann, was darf Xiaomi? Mein Standort bestimmen, Diagnosedaten senden. Nein, Diagnosedaten brauchen Sie nicht unbedingt haben. Automatische Systemaktualisierung. Wollt ihr, dass das automatisch geschieht, dann lasst es aktiviert. Wollt ihr es nicht automatisch haben, könnt ihr es ausschalten. Personalisierte Anzeigen. Wenn ihr das deaktiviert, bekommt ihr trotzdem genauso viel Werbung wie auch ohne diesen Punkt. Wenn ihr den Punkt aktiviert habt, dann wird lediglich mitgelockt, was ihr euch so anschaut und ihr bekommt ein bisschen mehr auf euch zurechtgeschnittene Werbung. Das heißt, wenn ihr mal nach Babynahrung sucht, dann werdet ihr inzwischen dann auch Werbung für Babynahrung bekommen. Also, wenn ihr das möchtet, lasst es eingeschaltet. Wenn nicht, dann schaltet es aus. Wie gesagt, weniger Werbung werdet ihr dadurch nicht bekommen. Dann könnt ihr noch beim Programm zur Benutzererfahrung mitmachen. Das ist jetzt von Xiaomi. Da werden Daten übermittelt, die Xiaomi ermöglichen, ihre Benutzeroberfläche weiterzuentwickeln und Fehler zu beheben. Auch das ist optional. Das heißt, wenn ihr nichts von dem wollt, könnt ihr hier alles ausschalten. So, auch die Standardbestimmung, das lasse ich aber. Und dann weiter. Und zuletzt
müsst ihr noch auswählen, wie euer Startprogramm, Startmenü aussehen soll. Klassisch müsst ihr nach rechts und nach links wischen. Bei App-Übersicht habt ihr hier sofort eure Apps aufgelistet und mit einem Wischer nach unten bekommt ihr dann alle Apps angezeigt. Ja, das könnt ihr auch jederzeit später wieder ändern. Ich lasse mal die klassische Ansicht und gehe weiter. Damit sind wir auch schon fertig. Meine Einrichtung ist abgeschlossen. Ich tippe hier noch auf den Pfeil. Jetzt lädt er noch Apps. Und ja, jetzt wird er gleich auf den Startbildschirm wechseln und ich kann mein Smartphone benutzen. Das Einzige, was er jetzt noch machen muss, er muss Apps aus dem Internet herunterladen und installieren. Das kann noch eine Weile dauern. Also ihr könnt euer Smartphone jetzt schon nutzen, ihr könnt telefonieren, ihr könnt ins Internet. Es kann nur sein, dass noch nicht alle Apps benutzt werden können. Da müsst ihr noch warten, bis die fertig heruntergeladen sind. Und ihr seht, jetzt bin ich hier schon auf meiner Oberfläche. Und wenn ich jetzt hier mal die Statusmeldungen runterziehe, okay, dann seht ihr, hier lädt er gerade noch Apps herunter. Also 0 von 8 Apps hat er schon installiert. Das dauert jetzt also noch, bis diese 8 Apps installiert sind. Nein, ich würde mal sagen, ein paar Minuten, dann wird auch das erledigt sein. Ja, und somit könnt ihr euer Xiaomi Mi 11 nun nutzen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, dann verpasst ihr keins unserer Videos, in denen ich euch sicherlich auch noch das ein oder andere Features eures Smartphones vorstellen werde. Also, bis zum nächsten Video hier bei Bildner TV. Ciao.